Gefangenen, ehemaligen Gefangenen, nicht? Ja, wir haben hier jemanden hier, der in den Foltergefängnissen des Regimes war und gerne ein paar Worte sagen möchte. Er spricht kein Deutsch, somit wird jetzt übersetzt. سلام میکنم به همه شما. من به عنوان یک آسیب دیده واقعی در این رژیم خونخوار الان دارم با شما صحبت میکنم. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ich bin Reza und ich spreche jetzt als einer der Insassen der iranischen, der islamischen Gefängnisse zu Ihnen. Ich bin über 7 Mal im Iran verhaftet worden. Und war jahrelang in diesen dreckigen Foltergefängnissen. آثار شکنجه های اونا روی بدن من هنوز موجوده. Man kann immer noch die Spuren der körperlichen Folter begutachten auf meinem Körper. بغل گیجگاه من 11 تا بخیه خورده که تا نزدیک مرگ من رفتم. Meine Schläfe wurde mit 11 Stichen genäht, ich wäre fast gestorben. کتف سمت راست من به خاطر آویزون کردنم از پشت با دستبند هنوز آسیب دیده. Ich wurde mit den Händen gebunden hinterm Rücken aufgehangen. Ihr könnt euch vorstellen, was das alles ausgelöst hat in meinem Körper und in den Schultern. Rippenbrüche und direkt unmittelbar unter dem Herzen sind nicht mehr reparabel. Mein ganzes Gut wurde konfisziert. Ich bin jetzt 57 Jahre alt. Mit 54 Jahren bin ich ohne Geld, mit nichts aus dem Iran geflohen. 9 Monate in der Jazire Moria, in der besten Situation gelebt und verkraftet. Ich habe auf Moria, einer Insel, 9 Monate so ziemlich ohne alles gelebt. Alan in Johansson. تا از همه دولت‌های اروپایی بخوام و تقاضا بکنیم که دست از حمایت ایران بردارن چه در ظاهر چه در پشت پرده. Ich bin jetzt hier und bitte und fordere, dass die europäischen Regierungen endlich aufhören mit den Mullahs zu kuscheln und ihre bilateralen Verträge abschließend, ja, wie soll man das sagen? Also stoppen Sie die Geschäfte, stoppen Sie die Verhandlungen mit den Mullahs. مخصوصاً دولت آلمان که از اونها تقاضا می‌کنیم کلیه مناسبات اقتصادی و سیاسی خودش رو با ایران کاملاً قطع کنه. Deutschland ist der größte Handelspartner der Islamischen Republik aus Europa und wir fordern und bitten die Regierung, diese Beziehungen einzustellen. از همه مجامع بین‌المللی و طرفدار حقوق بشر تقاضا می‌کنیم به هر شکلی که شده به حیات این رژیم خونخوار پایان بده. Wir bitten sowohl die Regierung als auch alle als auch die Vereinten Nationen uns zu unterstützen bzw. es auch wirklich in Betracht zu ziehen, diese Negotiations beiseite zu legen mit dem islamischen, ja, mit den Islamisten. متشکرم از همتون. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. زن زندگی آزادی. So, ihr Lieben, wollt ihr noch Musik hören, tanzen oder wollen wir unsere Versammlung beenden? Beenden, tanzen und beenden. Okay. Bitte? Ja, möchtet ihr tanzen? Ich glaube, es ist ein bisschen kalt geworden. Nicht? Tanzen ist gut. Machst du einmal so richtig Tanzmusik? Danke, lieber Azad. Baby, I try. Everything you do is so calm.
So langsam beenden wir die Versammlung. Wir gehen noch was essen. Ja, und auch danke, dass dort mehr Leute stehen als hier. Ja, das muss man so machen. Vielen Dank. Dann ist die Versammlung erst geschlossen.